Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen heute weiter mit der Aktion Hyakunin Ikki und der letzten Herausforderung. Sie, der endlose Wirbelsturm. Die Game und Drachenechsen haben es irgendwie in die Hyakunin Ikki Arena geschafft. Ist es ihr Wunsch? Rührt es einfach von der Natur des Kampfes? Oder ist dies bloß eine weitere Strophe eines langen Klageliedes? Ja, hier bin ich mir nicht sicher. Ich bin halt wieder kein Fan davon, dass die meisten Gegner einzeln sind. Also 3 von 5 Herausforderungen hast du nur einen Gegner zeitgleich wahrscheinlich auf dem Feld. Und wenn es denn mal mehrere sind, dann sind es halt, naja, alles ziemlich starke Gegner. Das heißt, es wird wieder eher schwieriger, viel Eifer anzusammeln. Jedoch, wenn man es sehr schnell schafft, die Gegner geben mir dafür wesentlich mehr Punkte. Also ich meine, allein hier 63, 63, 54, wenn du da eine fette AOE hinbekommst, Beispiel Kasua Ultimate, mit Höchststufe Eifer und dann kombinierst du es noch mit einer anderen Elementarfähigkeit, dann kriegst du die Punkte hinterhergeschmissen quasi. Aber das muss man erstmal schaffen. Genau. Ja, wie schon zuvor, ich meine, ich will 2000 Punkte, mehr will ich nicht. Irgendwann in der Zukunft, vielleicht schaffe ich es dann auch mal ein bisschen mehr zu schaffen. So, hier wurde wieder was rausgeschmissen, das heißt, wir haben eine neue Fähigkeit, zwei neue Fähigkeiten. Achso, eine wurde rausgeschmissen, die ich wahrscheinlich nicht benutzt habe, deswegen sind jetzt hier noch ausgerüstet. Das ist Hydroschaden. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Das, ja, die Symbole kommen ja auch bekannt vor. Genau, Sprung. Ja, genau, die gab es beide auch schon mal. Ja, Sprungfertigkeit, ich glaube, das ist halt vor allem für Zhao nicht schlecht, oder? Weil man es natürlich theoretisch mit jedem Charakter benutzen kann, davon mal abgesehen. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht mehr sicher, was wir hier hatten. Ich glaube, es war was ziemlich Gutes. Ja, das bringt uns hier eigentlich nicht viel, weil das ist im Endeffekt mehr oder weniger der gleiche Effekt, der Shinshios Ultimate ist. Andererseits, let's go. Muss nur mal kurz gucken, ob unsere Teams halbwegs passen. Oh. Achso, eine Gegnerliste? Wo sehe ich nochmal Gegnerliste? Sehe ich hier nicht, okay. Nicht, dass ich hier irgendwie mit kompletten Schmarrn reingehe, aber eigentlich, die sind auf jeden Fall nicht immun. Also weder die Drachenechse noch die Game sind gegen irgendwas immun, zum Glück. Ja, müsste eigentlich schon passen. Achso, aber erstes Team, genau das wollte ich ja mal machen. Die richtige Reihenfolge, in Anführungszeichen die richtige. Wir haben Garmwelpe, aber nur Garmwelpe, okay. Da wäre irgendwas mit Aoe nicht schlecht. Vielleicht Zhongli. Zhongli, der sie alles stunt und Arataki Ito, der sie dann umhaut. Sollte eigentlich recht schnell gehen. Und danach haben wir diese drei Drachenechsen. Ah, da wäre vielleicht Hutao nicht schlecht. Ja, wobei, oder vielleicht sogar Ayaka. Ja, schauen wir mal. An für sich ist es egal, weil du kannst ja jederzeit die Truppe wechseln, aber ja, vielleicht mal. Kleines bisschen Taktik hier vorher. Ihr seht schon, kann man so einfach überhaupt keine Rolle spielen. Wie immer. Okay. Passt. Okay, wir wechseln, wir wechseln. Kami-Sato Art. Okay, nice. Alpha Stufe 2, let's go. Let's go, let's go, 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 let's go. Oh, einer hat's überlebt. Ah, oh, nein, 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 nein! Oh, das muss ich unbedingt ändern. Oh, nein. Yanfeis Waffe hat gerade getriggert und ich habe sie ausgewechselt und dadurch ist der Effekt verloren gegangen. Oh, und ich konnte gerade keine eins. Oh, Mann. Wie viel Pech kann man haben? Oh, no. Aber Alpha Stufe 3, let's go. Ist gar nicht so schlecht.
ping 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 ping. Und auswechseln. Boom. Wait, hat er uns gerade ernsthaft? Ah, come on. Adventure time. Der hat uns Elementalenergie abgezogen, dadurch konnte ich seine Bennett's Ultimate nicht benutzen. Passt. Solidify. Okay, wir haben schon 1400 Punkte, also dahingehend bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das auf jeden Fall kein Reinfall wird. Oh, Hotao ist perfekt für solche Gegner. Sir? Sir? Geben Sie mir Alpha Stufe 4, Sir? Sir? Warum kommen jetzt nur noch Drachenechsen? Was ist denn das? Ah. Das ist das einzige Nervige mit Yanfei, dass sie immer unterbrochen wird. Bei ihrem, heftigen Schlägen. Oh, der hat überlebt! Was? Scammed. Aber wir haben schon über 2000 Punkte, also alles cool, alles cool. Hey! Na gut, die beiden... Also ich weiß nicht, was ich mir bei dem Team gedacht habe. Chongyun und Bennett. Ich meine, kann ein gutes Team sein. Aber sie sind nicht so ausgerüstet, dass sie es sind. Kami-Sato Art. Vielleicht schaffen wir noch einen von den beiden. Den hier schaffen wir noch. Oder auch nicht. What? Doch, haben wir noch geschafft. Okay. Na, war ja gar nicht so schlecht eigentlich. Ja, es ist wirklich dieses letzte Team, dieses Chongyun-Bennett-Team. Da wechselst du drauf und dann passiert einfach gar nichts. Ja, also 3000 Punkte wären locker möglich gewesen, wenn da... noch ein anderes Team am Start gewesen wäre. Aber wie schon gesagt, solange ich die Belohnungen habe, ist es alright. Macht ja auch Spaß, sag ich mal, wenn man es jetzt nicht fünfmal am Stück probiert. Also ich hoffe, die meisten von euch haben da auch relativ gut durchgefunden. Aber ich kann es nicht oft genug betonen. Es ist immer das Gleiche, ich weiß. Und ich habe es ja schon 50 Mal gesagt, aber ich streicht die letzte Belohnung einfach durch. Wenn ihr noch nicht so weit seid oder wenn ihr erst angefangen habt, weil das gar nicht möglich ist, weil die Aktion ja frühestens mit Level 40 überhaupt möglich sein dürfte, da man ja Inazuma erreicht haben muss. Aber ich sag mal so, selbst mit Abenteuer Level 40, Abenteuerstufe Level 40, also ich hatte es extrem schlechte Held mit Abenteuerstufe 40, weil ich, naja, da halt einfach noch nicht so viel über das Spiel wusste und halt einfach nur gequestet habe. Also ich habe halt einfach nur Just for Fun gespielt und mir nicht so viele Sorgen um Figuren gemacht, sag ich mal. Da kommt man ja trotzdem durch. Aber bei solchen Aktionen ist es, und das muss man wirklich sagen, das ist schon echt nice von denen. Die Belohnung, ich meine, es ist ein bisschen, also es ist nice für neue Spieler. Aus Sicht eines neuen Spielers ist es nice. Aus Sicht eines Spielers, der extrem viele, extrem gute Charakter hat, ist es vielleicht unfair oder vielleicht ein bisschen komisch, dass du halt für Bronze die höchst oder die beste Belohnung bekommst und für 2000 Punkte Gold. Ja, das juckt halt niemanden. Das wird einfach, das will nicht mal mehr jemand haben. Das ist einfach komplett nutzlos eigentlich. Schon fast. Also für Leute, die schon lange spielen. Und von dem her, ja, 1000 Punkte sollten locker möglich sein für die meisten von euch. Also zumindest wenn ihr in der Summe erreicht habt, sollten 1000 Punkte eigentlich kein Problem sein. Und selbst wenn nicht, naja, 500 Punkte und dann kriegst du das Urgestein. Fertig. Und damit war es auch schon wieder mit der Aktion. Ich weiß nicht, ob es da am Ende noch einen kleinen Quest-Auftrag geben wird. Wir werden sehen.
Und für jetzt auf jeden Fall erstmal danke euch fürs Einschalten. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit Genshin Impact. Ciao, ciao.